Hi Leute, hier ist wieder Patrick von Pointer. Im heutigen Video soll es darum gehen, wie man vom Langschläfer zum Frühaufsteher wird. Und ich hätte niemals gedacht, dass ich dazu mal ein Video machen werde, denn in meinen Augen hatte ich eine lange Zeit so einen verkorksten Schlafrhythmus, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich bin abends immer ziemlich spät ins Bett gegangen, also vor 12 schon mal gar nicht und dann ab und zu mal halb eins, mal um eins, mal um zwei, das ist immer verschieden gewesen, denn ich bin immer mit dem Gedanken herangegangen, abends muss ich jede Minute nutzen, die will ich nicht mit Schlaf vergeuden. Das ist aber natürlich so ein Quatschgedanke, denn irgendwann ist der Körper so fertig und so müde, dass er sich dann spätestens am Wochenende, wenn man ausschlafen kann, sich diese Zeit wieder rausholt und man da eben diese Zeit vergeudet. Also der Gedanke war schon mal totaler Quatsch. Und auch am Morgen hatte ich super komische Schlafgewohnheiten, wie man an meiner endlos langen Liste an Weckern sehen kann. Denn bei mir lief das immer so ab, dass ich, wenn ich zum Beispiel allerspätestens 8 Uhr aufstehen muss, dann schon ab 7 Uhr meine Wecker stelle und die dann im Viertelstundentakt klingeln und ich die dann einfach wegsnuse, bis ich dann wirklich um 8 Uhr aufstehe. Also ich plane einfach in meinen morgendlichen Schlafrhythmus schon dieses Snoosen mit ein, was eigentlich totaler Quatsch ist. Ich könnte auch einfach nur einen Wecker stellen und dann aufstehen. Aber nein, ich stelle lieber 4 Snooze-Wecker. So habe ich es halt bisher gemacht. Ist wahrscheinlich nicht gesund, aber so lief es bisher immer ab. In den letzten Wochen hat sich dann aber mein Schlafrhythmus drastisch verändert und eigentlich zum Positiven. Denn es klappt aktuell ziemlich gut, dass ich immer zur gleichen Zeit schlafen gehe und dann auch immer zur gleichen Zeit wach werde. Und das meistens auch ohne Wecker. Und das zeigt einfach, dass es gar nicht so schwer ist, vom Langschläfer zum Frühaufsteher zu werden. Und es gibt auch entsprechende Tipps, wie einem das leichter fallen kann. Und die möchte ich euch heute einfach hier in diesem Video mal geben. Aber vorher würde es mich wirklich freuen, wenn ihr mal in die Kommentare schreibt, ob ihr ein Langschläfer oder ein Frühaufsteher seid und ob es sich im Laufe der Zeit irgendwie geändert hat. Und wie viele Stunden Schlaf braucht ihr, um am nächsten Morgen wirklich fit zu sein? Ich bin wirklich interessiert daran und ich bin gespannt auf die Antworten. Also, wie wird man vom Langschläfer zum Frühaufsteher? Und das Schlüsselwort ist hier Gewohnheit bzw. Regelmäßigkeit. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und wenn er sich einmal an eine Sache gewöhnt hat, dann hat er auch den Drang, diese Sache immer und immer wieder zu tun. Das bedeutet, wenn ihr immer zur gleichen Zeit schlafen geht und auch immer zur gleichen Zeit aufsteht, dann wird der Körper sich daran gewöhnen und irgendwann wird der Körper das ganz automatisch machen. Auch ohne Wecker werdet ihr dann aufstehen können. Euer Ziel sollte also sein, für ein paar Wochen bewusst immer zur gleichen Zeit schlafen zu gehen und auch bewusst immer zur gleichen Zeit aufzuwachen. Und mit immer meine ich auch immer. Keine Ausnahmen, auch nicht, wenn man unter der Woche immer unterschiedlich aus der Haustür gehen muss. Man muss immer zur gleichen Zeit aufstehen, sonst funktioniert das Ganze nicht. Und auch am Wochenende keine Ausnahme, kein Ausschlafen, sondern immer zur gleichen Zeit aufstehen. Das klingt zwar jetzt etwas hart und wird in den ersten Tagen auch super schwer fallen, vor allem wenn man freitags oder samstags dann noch feiern gehen möchte und dann natürlich auch nächsten Tag ausschlafen möchte. Das kollidiert so ein bisschen mit diesem Schlafrhythmus-Thema, aber da muss man sich dann eben überlegen, wo man seine Prioritäten setzen möchte, was einem gerade wichtiger ist. Aber man wird merken, je länger man das macht, desto leichter wird es einem fallen und irgendwann wird das ganz automatisch passieren. Und jetzt möchte ich euch noch ein paar Tipps geben, wie es euch leichter fallen kann, morgens zu eurer gewünschten Uhrzeit auch wirklich aufzustehen. Und der erste Tipp ist, legt euch wichtige Aufgaben, die ihr über den Tag erledigen wollt oder erledigen müsst, unbedingt auf den Morgen, damit ihr dann auch einen Grund habt, so früh aufzustehen. Und mit wichtigen Aufgaben meine ich jetzt nicht irgendwelche Aufgaben für die Uni oder für die Ausbildung, wo es dann dramatisch wäre, wenn ihr verschlafen würdet, denn das wäre natürlich wirklich doof. Nein, irgendwelche Aufgaben aus dem Alltag, wie zum Beispiel Wäsche vorbereiten, Einkaufsliste schreiben, Sport machen, irgendwas, was euch stören würde am Nachmittag, wenn ihr das morgens nicht erledigt habt. Und wenn ihr eure Aufgaben dann morgens wirklich erledigt habt, dann habt ihr nicht nur den ganzen Nachmittag frei, sondern ihr könnt euch danach auch noch mit einem großen und ausgewogenen Frühstück belohnen, sodass ihr dann noch einen weiteren und vor allem einen positiven Grund habt, aufzustehen. Weitere kleine Tipps sind zum Beispiel, sich neben das Bett eine Wasserflasche hinzustellen und wenn der Wecker klingelt, sich hinzusetzen und einen Schluck Wasser zu trinken. Denn so seid ihr direkt aktiv, irgendwas am Machen, kommt aus diesem Trance-Zustand heraus und
es fällt euch schwerer, euch dann direkt wieder hinzulegen, sondern ihr könnt dann direkt aus dem Sitzen aufstehen und seid wach. Man kann sich ebenso dazu zwingen, aufzustehen, indem man den Wecker einfach auf die andere Seite des Raumes legt und ja, dann eben aufstehen muss, damit man an den Wecker kommt. Man kann das noch ein bisschen verstärken, indem man den Wecker einfach in einen Topf legt und dann mit Vibrationsalarm und richtig lautem Weckton ja, den Wecker klingeln lässt, denn dann muss man aufstehen, denn sonst scheppert man das ganze Haus voll. Und wer sein Smartphone als Wecker benutzt, und das tun wahrscheinlich die meisten von euch, die können auch auf entsprechende Wecker-Apps zurückgreifen, bei denen man verschiedene Aufgaben erledigen muss, damit sich der Wecker ausschalten lässt. Es gibt zum Beispiel Apps, wo man Selfies schießen muss, damit man den Wecker ausmachen kann, oder wo man Rechenaufgaben lösen muss, oder wo man aufstehen muss und den Barcode von der Zahnpasta scannen muss oder solche Sachen. Da gibt es ganz verrückte Sachen und das ist auch nochmal so ein Ding, wo man wirklich aktiv irgendwas machen muss und dann wirklich wach wird. Das waren ein paar Tipps von mir, wie man vom Langschläfer zum Frühaufsteher werden kann. Und lasst mich mal wissen, ob euch die Tipps geholfen haben, beziehungsweise welche Tipps ihr noch habt, um wirklich morgens aufzustehen. Und vergesst nicht, in die Kommentare zu schreiben, welcher Schlaftyp ihr seid. Auf der folgenden Endcard seht ihr noch zwei Videos, die sich anzusehen lohnt. Und dann würde ich sagen, ich bin raus, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut!